Man kann es ein großes Wagnis nennen oder, wie Regisseur Sebastian Schipper es ausdrückt, eine völlig hirnrissige Idee. Der Deutsche fasste vor 2 Jahren den Entschluss, einen Film über einen Banküberfall zu drehen. In Echtzeit, also in einer einzigen Kameraeinstellung und ohne Schnitt. Victoria ist der Titel dieses formalen Experiments, das in den letzten Wochen zum meistgefeierten deutschen Film der letzten Jahre geworden ist. Nach einem silbernen Bären für die beste Kamera räumte Victoria letzte Woche beim Deutschen Filmpreis in allen Hauptkategorien ab. Morgen kommt der ungewöhnliche Film in unsere Kinos. Julia Fellerer hat ihn schon gesehen. What's your name? Victoria. Victoria, I'm Sonne. Nice to meet you. How? Sonne. It's like, you know, it's like, oh, nice name. Like sun, like yeah. Sun, always yeah. Smiling, always happy. It's like this. Victoria kommt aus Spanien und ist neu in Berlin. Nach einer durchgefeierten Nacht lernt sie 4 junge Männer kennen. Sie verliebt sich und keine 2 Stunden später hilft sie mit, eine Bank zu überfallen. Noch verrückter als die Handlung ist die Machart des Films. Auf nur 12 Seiten hat Regisseur Sebastian Schipper die Geschichte skizziert. Die Dialoge sind alle improvisiert. Maybe you, I don't know if you have to go back to the roof, but if you want to go inside and for a coffee or whatever. Yeah, the problem is really, I don't drink coffee, you know. I'm just drinking Kakao. Nach wochenlangen Proben wurde gedreht, 140 Minuten lang in einer Kameraeinstellung ohne Unterbrechung. Der Film hat auch so einen starken Flirt mit der Realität. Warum sitzen wir da manchmal und denken, oh, ist halt ein Film, ach ja, was passiert wohl als nächstes im Film? So, und das, daher kam dann der Gedanke, was wäre denn, wenn wir nicht schneiden? Ein Plan, der das Filmteam unter enormen Druck setzte, denn das Geld war knapp und reichte nur für 3 Aufnahmen. Alle waren am Anfang nervös vor diesem letzten Take. Ich habe gesagt, ihr müsst nur hier sein. Jetzt hier, es ist 4.20 Uhr, nur jetzt hier sein. Und alles andere wird sich ergeben. Ihr müsst es nicht, ihr müsst euch da wirklich fallen lassen auf diese ganz besondere Art. Und dass sie das geschafft haben, ist unglaublich. Victoria war mit 6 Lolas der große Gewinner beim Deutschen Filmpreis. Zu Recht, denn Schipper war mutig und verrückt genug, allen Schwierigkeiten zum Trotz an seiner gewagten Idee festzuhalten. Dafür feiert die Kritik ihn jetzt als Revolutionär des deutschen Kinos. I never seen something like this before, really.